Dark is the Night ist ein Zweispielerspiel ab 10 Jahren. Sei die Jägerin oder der Gejagte in diesem schnellen Spiel, das zwischen 1 und 15 Minuten dauert. Ein Spieler übernimmt die Rolle der Jägerin, die mitten in der Nacht von einem merkwürdigen Geräusch nahe ihrem Lagerfeuer aufwacht. Sie schnappt sich ihren Bogen und zielt in die Dunkelheit. Sie kann sich um das Lagerfeuer herum bewegen, die Schatten sind ihr aber zu gefährlich. Auf den dunklen Feldern des Randes schleicht ein Monster durch die Nacht, das der zweite Spieler steuert. Mit einer Zählscheibe markiert er verdeckt den Platz, an dem es sich versteckt. In ihrem Zug bewegen sich Jägerin und Monster jeweils ein Feld und führen dann eine Aktion aus. Die Jägerin bewegt sich sichtbar, das Monster nutzt verdeckt seine Zählscheibe. Nach ihrem Zug kann die Jägerin ins Dunkel stochern, in der Hoffnung, das Monster zu erwischen. Sie verfügt auch über Gegenstände, die ihr helfen, inklusive zweier Pfeile. Diese können auch durch das Feuer hindurch in die Dunkelheit geschossen werden, um ein Feld im Schatten zu erleuchten oder in die Dunkelheit, um das Monster zu treffen. Das Monster schleicht durch die Schatten und versucht, sich in Position neben der Jägerin zu bringen. Hat es das geschafft, kann es sie aus dem Schatten heraus angreifen und töten. Übernehmt abwechselnd die Rolle der Jägerin und des Monsters, immer so lange, bis einer eliminiert wurde oder ein neuer Tag anbricht und beide von dannen ziehen. Dark is the Night könnt ihr ab sofort in der Spieleschmiede unterstützen.